Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alice09 mit eurem Leckfilm Let's Play. Wir haben in der letzten Folge uns den, oder der vorletzten Folge unseren neuen Fan gekauft. Na, ich will den Leck haben. Da können wir uns keine Helfer, nämlich das U-Bahn, weil wir verkaufen jetzt unseren Fan. Weil, der ist wirklich zu leicht alles. Vorher tanken wir noch eben ab. Dann verkaufen wir den Fendt. Den Grover verkaufen wir erstmal nicht. Wie gesagt, erstmal. Dann stellen wir gleich da hinten in die Scheune rein. So, kleiner Fendt. Weil das ist halt ein Schmalspur-Traktor. Der ist Schmalspur. Ich meine, es gibt noch einen schmäleren als den hier jetzt. Meine ich schon. Oder? Das ist der Schmalspur. Ich weiß ja gar nicht, warum die den da reingenommen haben. Da hätten die lieber einen 300er, also einen 300er Vario reinnehmen können. Als den er jetzt. Na. Okay, wir stellen hier vorne rein. Und verkaufen den jetzt mal. Kaufen uns den 380 GTA hier. Wie viel PS hat der? Hatte ich schon die 100 oder 80 PS, das reicht auch mehr. Der hier jetzt. Verkaufen. Und kaufen uns jetzt den schönen 380 GTA. Perfekt. Frontlader kaufen brauchen wir noch nicht. Das ist der Spritzentrigger. Okay. Dazu kaufen wir uns mal die Mähwerke. Wir möchten ja bald mähen. Klappt ganz ordentlich. So, das ist ein Mod, also wirklich ein 380 GTA. Also ich muss sagen, allein wirklich, dass es den schon im LS11 gab, ne? Das war ja schon was gewesen. Allein das Modell, die Texturen sind wirklich wieder 1A. Das Modell, das gefällt mir sehr. Der ist besser als manch LS15 Schlepper. Das meine ich wirklich. Wir haben eine IC-Control, wir können hier Dachfenster aufmachen. Arbeitslicht anmachen. Na gut. Zapfen gab es damals noch nicht. Deswegen sind da keine Zapfen dran. Also nicht wundern. Zusammenklappen. Und mitnehmen. Wir können auch den Tempomaten einstellen, das ist sehr praktisch. So, dann fahren wir mal zum Hof. Mit der Mähkombi. Also auch der Innenraum ist echt gut geworden. Ich weiß nicht, weil den damals gemoddet hat, das weiß ich echt nicht mehr. Ich sag nur, großes Lob an den Modder. Und den Mod gibt es bis LS13. LS15 habe ich noch nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Den düngen wir jetzt direkt mal. Türen aufmachen. Das war ein echt geiler Mod gewesen damals. Auch das
nochmal ein Schild. Die Lichter, die sehen echt einfach affengeil aus. Ich stelle erstmal in die Seite rein. Auch nur Kennzeichenbeleuchtung. Na. Bist du mit dem fertig? Ja, bist du. Fein gut. Kannst du es nochmal erst sehen? Stellen wir es lange an den Rand, den von Packer. Genau. Am besten. Nicht in den Wendekreis, am besten dann. Schatten sehen eigentlich auch relativ gut aus. So. Wir düngen jetzt. Vielleicht müssen wir den düngen. Ich fahre ja schon weg. Keine Sorge. Und du bist voll. Dann passt das ja. Klar, der Rang wird immer voll. Das passt dann. Das ist dann echt geil. Ja. Bisschen doof schätze ich doch mal. Weil dann ist mich echt strohdoof. Das müsste schon gedüngt sein. Hier aber die beiden Felder nicht. Vielleicht am besten hoch runter. So. Ja, alles perfekt. So, die Maschine, das schöne Düngespritz wieder ausschalten, umdrehen, anmachen. Ich meine, in LS08 habe ich nicht gespielt, weiß ich nicht. Gab es keinen Helfer. Also wer es weiß, fasst es mal in die Kommentare rein. Ob es einen Helfer gab oder nicht gab. Da bin ich mir nämlich nicht sicher.
So. Ist auch schon wieder voll. Stopp, aber dann fahren wir erst. Schon ein bisschen die Preise gegangen. Und nach oben, das passt perfekt. Raps ist nach unten gegangen. Weizen ist neutral. Mais ist auch neutral. Das freut uns. Mal wieder da hinten, dann kaufen wir uns gleich schon die beiden Maschinen. Wir brauchen einen Wender, etc. Schwader, Krone, natürlich. Und eine Beschleunigung. Das alles brauchen wir. Wie sieht das Wetter aus? Immer noch. Sonnig, es passt perfekt. Auch schon mal erbrechen. Die nächsten Feld. Eigentlich ist unser Fendt nur ein Transportschlepper. Nur. Wir haben unseren Fendt hier, so ein LSA, ein GTA. Obwohl GTA steht nicht für Grand Theft Auto, wenn ich das schon mal sagen darf. Weil ich mal in der Schule gehört. Weil ich mal über diesen Mod geredet habe in der Grundschule, nicht nur in der weiterführenden Schule in der 5. Klasse. Meinte so, GTA? Grand Theft Auto? Nein, heißt das nicht. Die genaue Bezeichnung, also was es genau heißt, dieses GTA, weiß ich nicht. Hat aber sicher was mit dem, diesem Freisichtkonzept zu tun. Das hat vorne kein Motor drin ist, sondern dass du auf dem Motor, also der Motor ist unter der Kabine. So, wieder rechts hier rein, Berg hoch. Der steht schon wieder. Alter, das ist so schön mit diesen Springen. Wir kaufen uns jetzt schon mal. So. Wir kaufen uns jetzt schon mal Jungspritze für 112.000. Nein. Das hier, Misttrigger. Später. Hier aus Kungelfass, hier aus Transpace. Echt günstig. Mal überlegen, ob wir uns den kaufen. Den kaufen wir uns. Dann kaufen wir uns noch, also kaufen wir uns bald. Kaufen wir uns auch bald. Den Ladewagen schon mal. Ein
kleinen? Nein, ich möchte nicht den großen haben. Dann zählt er noch. Gut. Fahren wir jetzt mal hin. Also eine Straße ganz normal. Jetzt sind wir gleich schon hier oben. Also es wird da richtig dunkel hier schon. Ein Auto kommt, gut. Freie Fahrt. Mal hier die Tür zu, Fenster zu, hier auch. Jetzt wird ja kalt abends. Schön ist auch die Scheibenwischer gehen sogar, wenn es regnet. Bei dem Ort hier. So. Wenn ich das FSP mache, dann brauche ich nur echt einen Mod. Das ist ein bestimmter Case. Den muss ich auf Modhaus dann raussuchen, weil es ein Lieblingscase war. Das war wirklich der beste Case aller Zeiten gewesen. Und den fahre ich nur, weil du kannst bei dem Case musst du das Getriebe, also das war glaube ich das Schaltgetriebe, musstest du selber deine Maus bedienen immer. Hochschalten, du kannst dich alles mit diesem Traktor machen. Den suche ich mir gleich nochmal und dann mal gucken, ob es ein alles left ins Pack gibt. Wenn ich alles nur 9 fertig bin. Also freut euch schon mal drauf. So. Gott, was ist denn hier passiert? Gehst du mal runter von mir? Bitte. Perfekt, danke. Das ist ein Dreikreiselschwader. Gott, ist das mal geil. Ja, keine Shades. Müssen auch mal passieren. Leute, der hat eine Zugfälle. Also. Oh, eine Arbeitsposition. Mal checken, wie das jetzt geht hier. So, okay. Das ist immer cool. Perfekt für unseren Hof. Der ist schön groß, schlagkräftig. So. Ich habe Vorfahrt hier. Dann nehmen wir einfach die Vorfahrt. Der mir auch. Also wirklich. Ein Fall, du Vollpfosten und eine Vorfahrt haben willst. Arschloch. Also, nee. Das geht ja mal gar nicht, mir die Vorfahrt nehmen. Ja, da keine Blinker. Schade. Schöner Himmel hier. War keine Sterne zu sehen, keine Sterne. So, gleich sind wir wieder am Hof, da hat ein schöner Leuchtturm umstrahlen. So. Die Maschinen stellen wir dann, also den Schwader stellen wir euch zwischen die beiden Scheunen rein. Da passt der am besten hin. Sag ich jetzt mal, wir fahren kurz hier rein. Dann hier rein. Genau. Hier rein. Und stellen die dann hier ab. Und dann kommst du nochmal hier hin, ohne zu glitschen. Bitte. War so klar.
Nein, nein, das ist toll. Sie hast den Schwader verkaufen wir wieder. Wir brauchen den, den Wender brauchen wir gar nicht. Zwinker, zwinker. Leck mich jetzt schon am Arsch. Diese Physik. Oh, tschüss. Alles klar. Das war's dann mit dieser Folge. Dann sage ich tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Leck Comments Place.